Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lizenzkauf und zwar dieses da bei Supermarkt Simulator. So, scheiß drauf, kaufen. Oh Gott, hoffentlich war das richtig. So, dann gucken wir mal, was brauchen wir denn? Habe ich ja in letzter Zeit so viel Neues gekauft. So, Gefrierregal. Also brauchen wir mindestens. Warte mal, ich kaufe erstmal einen Gefrierschrank. So, ups, den stelle ich denn, also den kriege ich den hier hingeballert. Na, guck mal, kriegen wir doch hin hier. Dann könnte man theoretisch da den zweiten noch mit reinballern, ne? So, wartet mal, jetzt kaufe ich mal. Ich glaube, wir brauchen doch bloß, wie viel Gefrierschrank war das? Hier, eins, zwei, ach, drei. Shit. Okay, ich kaufe mal hier zweimal. Und hier zweimal schnell. Nur um es mal zu gucken, wie das da reinpasst in das. Mensch, lass mich doch mal durch hier. So. Ja, ja klar. Obwohl, das reicht. Ich denke mal, das reicht. So, und dann fangen wir an mit dem Gefrierzeug dahin. So, dann machen wir erstmal den Preis. 4 Dollar. $4,99. So, und dann holen wir das zweite rein. Okay, da kriegen wir das ganze Ding reingeballert. Das finde ich sehr schön. Das wäre $9,94. Und dann kloppen wir das auch gleich da hinten rein. Ja, so, das war das. Hoffentlich taut das Eis nicht auf da hinten. So, und das. So, dann brauche ich ja doch noch einen Gefrierschrank, leider. Ne, warte mal, wenn ich schon mal da bin. Dann kann ich davon auch gleich zwei kaufen. $333. So, den kloppe ich hier hin. Schön am Fenster, wo es schön warm ist. Warte mal, das ist ja auch Pizza. Ach Mist, dann hätte ich mir das ja sparen können. Scheiße, jetzt ist die Pizza voll. Warte mal, wir machen das anders. Ich hau die mal erstmal hier rein. Passt natürlich nicht alles. Oh. Dann hätte ich die hier hätten rausnehmen können. Warte mal. Jawohl, das bringt ja nicht schnell, wenn ich jetzt da die Hälfte rausnehme. Ach doch, ich habe ja zweimal gekauft, ne? Ja, ich habe ja zweimal gekauft. Und dann nehme ich hier einmal wieder raus. Ne? Stell die denn. Nein, 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 wehe. Hau ab mit deinem Scheißkarton, du. Netter Kollege. Das wäre es ja jetzt wieder gewesen. Das wäre es ja jetzt echt gewesen. Das Blöde ist bloß, jetzt packen sie die natürlich da rein, ne? Ach, Mist. Nee, machen sie nicht. Ich glaube, ich werde diese Pizza erstmal hier hinstellen. Bis sie die komplett leer gekauft haben hier. Und, nee, warte mal. Ja, doch. Und dann mache ich das wieder leer hier. So, $8,34. Ne, dann genau. Dann sollen sie den erstmal wieder leer kaufen. Und dann kloppe ich die Pizza hier mit rein. Guti, das war das. So, jetzt geht das los. Das haben wir so. Dann brauchen wir hiervon 4, 4, 4. Das sind jetzt alles Soßen. Dann könnte ich mal gucken. Ich hoffe, dass ich irgendwo ein Regal habe, dass ich die alle zusammenstellen kann. Na, guck mal hier, ne? 1, 2, 3,
frei. Waren das nicht drei Soßen? Ja. Na, Kopa passt doch genau hier rein. Aber im Kaffee ist auch blöd, ne? Aber hier ist auch blöd. Ach komm, machen wir die hier rein. Scheiß drauf. So. Machen wir mal gleich einen Preis. $3.97. Na? Tja, wie machen wir das jetzt? Ja, doch, komm, wir machen zwei übereinander. Weil so doll, so viel latschen sollen die ja nur nicht andauernd. So, dann haben wir einmal die helle Soße. Die kloppen wir dann, würde ich mal sagen, hier hin. $10. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich habe vorhin irgendwas aufgenommen und gleich weggeschmissen, ich Trottel. Da hat die Kiste nämlich hier gelegen. Ich nehme die hier auf und drücke doppelt und zack, da war sie gleich weg. Ich denke, oh nein. Ich habe aber nicht gewusst, was das, ich weiß nicht mehr, was das gewesen ist. Oh, da habe ich mich geärgert, das sage ich euch. Und ich weiß nicht, was das gewesen ist. Ist egal. So, das kommt dahin. Achso, das war ja die scharfe Soße jetzt. Genau, jetzt kommt ja die scharfe Soße. Die würde ich sagen, kloppe ich hier rein, damit ich ja nicht mit den Farben durcheinander komme. Naja, obwohl steht ja Hop da, ne? Ist das die gleiche Soße? Nö. Ach nein, das ist ja schon die Hot Soße. Das war ja schon die Hotte Soße. Ja, komm her hier. Du musst da rein. Schau doch mal rüber hier. Meine Güte. Genau, das ist die Ketchup. So, $3.08. Das wäre geil. $3.08. So, komm her hier. Na, du komm. So. Und Mensch, dann haben wir ja alle Artikel. Ne, die Hot Soße kommt hier hin. Dann haben wir ja alle Artikel gekauft. Neu, die ganzen neuen. Das ging ja schneller, als ich gedacht habe. Hier rein. Halt, Ketchup kommt noch einmal hier rein. So, aber wisst ihr was? Ich werde mal Kartons hier in die Ecke stellen. Wartet mal, kann man das nicht für irgendwas gebrauchen hier? Wo war das? Was wollte ich hier weg haben? Das war weg, das war weg. Den Tee? Ja! Die Kiste passt. Ich bin ja begeistert. Zack. Was wird denn da lieber gerade los? Sag ich doch. Ich war schneller, my friend. Ich war schneller. So, hoffentlich passt das alles noch da oben rein. Na siehst du, dann haben wir die auch schon weg. Da. Suppi. So, dann haben wir jetzt nur noch das blaue Zeug hier. Aber diese Kiste haben wir leider nirgendwo. Okay, das muss ich erstmal hier stehen lassen. Auch wenn es erstmal möhlig aussieht. Und das auch. So, dann haben wir die Soße, die Soße, die Soße. Die Pizza und das Zeug. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Laden auf. Und schon sind wir wieder bei $1.200. So, du kommst dahin. Und du kommst dahin. Da würde ich sagen, ach komm, was soll der Geiz? Stellen wir mal gleich nochmal nach. So, das ist die Hotte. Die kommt dahin.
Mal sehen, wie die neuen Waren ankommen. Dum, 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 dum. Da bin ich schon. Hallo, wir haben neue Waren im Angebot. Können Sie sich gerne mal angucken. Quatsch. 88 Dollar, so 50. 54. Danke sehr. Jetzt müssen wir bloß mit der Bleiche aufpassen, ne? Weil Bleiche gibt es nur ein einziges Mal. Achso, Entschuldigung. Ich habe Sie ganz übersehen, junge Frau. 36,09 Dollar. Danke sehr. Aber ob das nachher immer noch so funktioniert mit den vier Einräumen, wenn ich noch mehr Artikel habe. Das mag ich echt bezweifeln. Aber das ist egal. Dann haben wir eben ab und zu mal 60,35 Dollar. Dann haben wir eben ab und zu mal was nicht gefunden. So wie ich das ja schon öfter mal gesagt habe. Nein, 01. Meine Güte. Ich habe einfach zu dicke Pfoten. So, 20, 30, 32, 3 und 5. Danke sehr. Wartet mal. Nein, daraus. Oh. So, dann können wir den jetzt hier reinstellen. Den da rein. Den nehme ich hier komplett raus. Zack. Ah. Genau so wollte ich das. Hau ab mit deinem Scheiß. Ne, der will das dahin machen. Da siehst du, dann haben wir das auch hingekriegt. Oh, der hat die neue Pizza gekauft. Macht 88,96 Dollar. Danke sehr, der Herr. Beendet. Hallo, die Dame. Ich wollte bloß kurz meine Füße vertreten. 97,98 Dollar. Danke sehr, die Dame. Da siehst du, dann können wir jetzt hier den Chapeau reinmachen. Guck, und jetzt ist alles schick, wie ich das haben wollte. Außer die Pizza. Okay, hier bin ich noch voll. Ach Gott, da habe ich ja... Ja. Ach ja, die, genau, die Pizza habe ich ja dahin gemacht, damit sie nicht nachgefüllt wird. Danke sehr. Das Blöde ist bloß, dass ich keinen leeren Pizzakarton habe, ne? Das heißt, ich müsste den vielleicht nehmen. Hier schon mal einfüllen. Na, guck mal so. Dann kann ich den hier wegnehmen. Okay, dann lasse ich die Pizza erstmal hier stehen, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt kühl steht. So, was haben wir hier? Hier? Ja, die Bleiche könnte ich theoretisch sogar noch da oben reinformsen, aber ich denke mal, so ist das okay. Dreimal Zucker für 14 Dollar und 16 Cent. Oh, die helle Soße. Ups, ich hoffe, die bekommt ihn, junger Mann. 51,91 Dollar. Danke sehr, der Herr. Jungs, mach mal Licht an. Danke.
Gut, Hähnchen haben wir noch genug. Dort haben wir auch noch, dort haben wir noch. Zweimal Reis könnte ich nachbestellen. Zweimal Spaghetti. Den Käse. Kleinen Moment, ich muss erstmal schnell was bestellen. Die Eier können wir beim nächsten Mal machen. Stellen wir mal gleich, bevor es so spät ist. Danke sehr. Meine Güte, wird das dunkel hier. Boah, ist das schon immer so dunkel? Ah, jetzt wieder zu viel Spaghetti gekauft. Jo. Aber habe ich da ja noch Spaghetti? Oh. Okay, davon haben wir auch noch genug. Kleinen Moment bitte. Warte, ich muss erstmal das Bild einräumen. Danke sehr, dass Sie gewartet haben. Danke sehr. $71,16. Danke sehr. Beenden wir bald wieder. Danke sehr. Sie bekommen nichts zurück. Danke sehr. $23,94. Ne, einmal reicht eigentlich. Aber davon nehme ich noch zweimal. Kleinen Moment bitte. Davon drei. Keiner bestellt? Ne, ist halt schon so spät. So. Oha, oha. Junger Mann, Sie kaufen aber hier für $118. So, 1, 2, 3, 3, 1, 5 und... Nein, 7. Danke sehr. Hallo, die Dame. $1,21. Danke sehr. Beenden Sie uns bald wieder. Wer schmeißt meine Sachen noch wieder auf die Straße? Nee. Brauch sie nicht verstecken, kommst trotzdem in mein Lager. So. Hier haben wir die Dinge. Pizza. Zucker wäre dieser hier. Ne, was hat er gerade geholt? Okay, auf jeden Fall kein Zucker. Dann kann ich das hier wieder reinstellen, weil nicht, dass er das irgendwo hinstellt. Ich hasse das. Ja, von den anderen Sachen wird gar nicht mehr so viel gekauft, ne? Oha, die Soße wird gekauft, wie verrückt. Junge, Junge, hier wird aber gekauft, du mein lieber Schawan. Oh, ich brauche unbedingt die Latüchte hier. Ja, machen wir gleich zwei draus. So, ist der Laden beendet? Nein, der wird immer noch eingekauft. Ne, jetzt ist alle, ne? Jetzt ist, keiner mehr da, ne? Gut, dann beenden wir mal den Tag. No. Aber trotzdem wieder minus 3000. So, der Ketchup wird billiger. $2,87. So, was haben wir denn jetzt hier? Hier haben wir alles richtig. Hier haben wir alles richtig. Hier. Warte mal, Pizza. Können wir da noch was nachlegen hier? Nein, können wir nicht. Können wir nicht was rausholen? Ja, ein bisschen. So. Alles andere ist alles noch im grünen Bereich. Was wollte ich jetzt machen? Irgendwas wollte ich doch jetzt noch machen. Was war denn der verdammte Hacke?
so, bestellen auf jeden Fall erstmal, dass ich die Lampen anbauen kann. Weil das ist mir einfach alles... Nee, die Latüchte. Na, einmal hier. Wo ist die andere? Wo hat die sich versteckt? Ich habe zwei gekauft. Ach, da. Und die... Ach so, shit, da haben wir ja schon eine. Na ja, gut, machen wir eine direkt über den Eingang hier. So. Nee, machen wir nicht. Ah ja, vorne im Kassenbereich ist es noch ziemlich dunkel. So. Schnell einräumen und dann geht das weiter. Ach, wisst ihr was? Ich mache den Tag einfach an. So, zack. So, das Wasser. Oha! Diesmal haben die aber das Wasser ordentlich gekauft, mein lieber Herr Gesangsverein. Das ist ja Wahnsinn. Oh, habe ich jetzt so viel Ketchup gekauft? Ja. Das ist ja wieder vorzüglich. So, die Brause kommt da rein. Das Water kommt da rein. Das Sprite-Imitat kommt da rein. Das ist das Richtige, ja. Das kommt da oben rein. Sag mal, habe ich so viel roten Ketchup, also normalen Ketchup gekauft. Habe ich da andauernd auf den falschen geklickt? Oh. Ne, hier ist die Hort. Kleinen Moment bitte. Ah, shit. Danke sehr, der Herr. $71.16. Ich würde sagen, als nächstes kaufe ich mir dann doch die Erweiterung erstmal. Ich werde aber nichts ausbauen, bis ich die ganze Breite habe. Was habe ich denn davon schon wieder so viel gekauft, sag mal? Weil immer nur diese halben Dinge, ach ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir das nicht. So, Sie bekommen zurück 56 Cent. Danke sehr. Danke sehr. Einmal mit Karte. $7.50. Danke sehr. Was soll da denn hier? Und dann hier mit so viel Geld bezahlen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 30 Cent. Danke sehr. Sie bekommen nicht zurück. Die anderen beiden sollten die mal echt mal ein Beispiel nehmen hier an meinem Getrippel hier. Da schlafen ja die Kassen ein, Mensch. Boah, war das jetzt hier? Ah, das ist scheiße, wenn immer das Schild fehlt. Was war denn das jetzt? War das auch das Zeug? Tatsache. Danke sehr, der Herr. Sie bekommen nichts zurück. Nehmen Sie die andere Pizza. Okay, die Pizza will wohl keine. Dreimal Pizza hat er sich geholt. Ui. Ja. Zack. Also ist hier wieder eine Gefriertruhe leer. Dann haben wir die Pizza. Ich glaube, ich werde die mal hier rausnehmen. Ja, jetzt geht das wieder los.
Ach komm, ey, ach, das nervt ja mal, ganz ehrlich. Das ist scheiße, ist das. Ich hab Bock, die da unten hinzustellen. Das kannst du vergessen. Das müssen die doch gemerkt haben, oder nicht? $64,87. Hab ich schon mal gesagt, dass das nervt? Stimmt, ne? Bestimmt nicht nur einmal, ne? Nein, was mache ich denn? 50, 60, 70, 80, 90, 98. Danke sehr, der Helm. $0.45. Nein, was mache ich dann? Hier. Die Zahl sieht immer bald aus wie Energy, ne? So, kann ich das jetzt vielleicht rausnehmen? Ja, genau. Aber es soll sich nur um diese Regale handeln, ne? Immer wenn man was aus diesen Regale rausnimmt. Wahrscheinlich, ach, was mache ich denn? Ich zähle wieder einen Quatsch zurecht. Wahrscheinlich, weil der Computer da steht und ständig guckt, was er da rausnehmen darf und kann. Danke sehr, die Dame. So, 50, 60, 70, 72, 40, 50, 46. Zweimal Käse. Für $12 kriegen sie zurück. 50, 60, 60, 66. Danke sehr. Einmal mit Karte. $20,19. Also ich muss sagen, bis jetzt machen sich die neuen Artikel richtig gut. Und auch, dass man nur noch zwei Regale hat pro Artikel, kommt gut, würde ich sagen. Ups. Ne, würde ich sagen. Guck mal, das hier unten wird gar nicht mehr gekauft. Schuhe haben wir noch genug. Guck mal, wir haben noch so viele freie Fächer, wo wir was noch reinbauen können. Ne? Also ich muss sagen, bis jetzt klappt das. Oh, solange bei mir keiner klingelt. Aber pass auf, jetzt hab ich erst gesagt, jetzt gleich klingeln sie gleich. Okay, zweimal davon. Zweimal davon. Ui, 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 ui. So, sie bekommen zurück $12,30. Danke sehr. So, wo waren wir stehen geblieben? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, erreicht. 1, 2, einmal Mehl und einmal, zweimal Käse. Nein, hör doch mal auf mit deinem Escape, Junge. Warum drücke ich Escape? Ich verstehe das nicht. Da gibt es doch gar keinen Grund, Escape zu drücken. $106,54. So, das macht 113,17. Die sind wohl alles immer sehr große Verdiener hier, wa? Sag mal, Alter, geht das ja ein bisschen schneller? Wollt ihr das machen schnell? So. 1, 2, 3. Oh, oh. 1, 2. Du kannst da rein. Cola haben wir noch.
kaufen das Zeug nicht mehr. Ui! Oha, gebe ich schon wieder Geld aus? Ne, warte mal, warte. Das nehmen wir gleich wieder raus. Weil da haben wir ja hier den hier noch. Guck mal hier, Spaghetti haben wir ja auch noch. Reicht das noch da oben? Also wieder voll. Gut, dann würde ich sagen, kann die Spaghetti auch wieder rauskloppen erstmal. Da, Spaghetti, zack. So, hier waren wir stehen geblieben, ne? So, hier von einmal. Hier von zweimal. Hab ich. Milch einmal, Wasser einmal, Wasser einmal. Und da haben wir erstmal genug. Supi. So, dann würde ich sagen, schließen wir den Tag ab. Und wir haben nur Plus gemacht. Sauber. So, was haben wir hier? Mehl, Wasserflasche. Den Rest habe ich sowieso schon wieder vergessen. 6,54 Dollar. Dann ist das hier unten. 2,07 Dollar. Mal schnell am Computer rangehen. Kaufen auf jeden Fall. Nein, nein, hör doch mal auf. Produkte. Wir fangen ganz oben an. Nein, wir fangen ganz oben an, habe ich gesagt. Wasser haben wir. Mehl haben wir auch. Vier Artikel wandert. Hä? Bin ich jetzt blind schon wieder? Moment, langsamer. Ah, hier. Macaroni. $6,98. Ups, einmal vorbeigerannt. Aha, und Bleiche. $4,33. Goodie, wir sind schon wieder bei 33 Minuten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das Einräumen, das mache ich fix alleine. Und wir sehen uns morgen wieder. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Bye, bye.